Hallo, guten Morgen. Ist da vielleicht schon jemand wach? Ja, ich habe ein paar interessante Tage hinter mir. Ich war auch in Deutschland. Und zwar, ihr wisst ja, ich beschäftige mich mit dem Thema Heilung. Und auch hier in der Gruppe, ich habe ja noch mal eine Umfrage gemacht. Und viele, viele sagen eben, Gesundheit ist ein Thema. Und das ist auch ein super wichtiges Thema, denn wenn du keine Gesundheit, hallo Pia, wenn du keine Gesundheit hast, wenn du nicht gesund bist, wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du dich nicht wohl fühlst, was nützt dir dein Leben? Nur um hier rumzulaufen und das Leben quasi abzurackern, bis es dann letztendlich vorbei ist, das kann ja nicht die Aufgabe sein. Und Gesundheit und Vitalität, und deswegen heißt ja meine Homepage auch mywellfeeling.com, oder? Das ist ja ein Wort, das gibt es im Englischen überhaupt nicht. Das ist, hallo Nathalie, es geht mir hier ums Wohlfühlen, oder? Dass man sich wohlfühlt, weil wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du dich nicht gut mit dir selber fühlst, hallo Marion, dann nützt dir das ganze Leben ja überhaupt nichts. Wenn du irgendwo eine Dissonanz hast in dir, wenn du nicht harmonisch bist, sei es mit dir selber im allerersten und mit deinem Leben da draußen, mit dem, was du mit dir anfangen willst, mit dem, was du hier erreichen willst in dieser Zeit auf dieser Erde, wenn du dich dabei nicht wohlfühlst, dann ist es ein Kampf. Und wir haben so ein Paradigma, dass das Leben ein Kampf ist, auf allen Ecken und Enden. Das Leben ist ein Kampf finanziell, das Leben ist ein Kampf in Beziehungen, das Leben ist immer ein Kampf, man muss sich immer irgendwie durchsetzen. Und man möchte das ja überhaupt nicht, weil man will ja eigentlich nur sich wohlfühlen und in Ruhe und in Freude und in Glück leben. Und trotzdem wird man immer wieder gezwungen, irgendwie, guten Morgen, Nathalie, irgendwie zu kämpfen. Und wir wollen ja einfach gar nicht mehr kämpfen. Und die Wahrheit ist, wir wollen nicht kämpfen, weil wir wissen, wir müssen nicht kämpfen, weil das Leben ja gar nicht so funktioniert, dass wir kämpfen, wie Dr. Joe Dispenza sagt, Materie zu Materie. Das ist doch dieser Kampf, oder? Das ist auch dieser Flight-or-Fight-Mechanismus, dieser Flüchten oder Kämpfen. Das ist ja alles diese krassen Paradigmen, die uns bestimmen und die uns glauben machen, dass es schwer ist. Dass man die ganze Zeit irgendwo alert, hab acht sein muss und dass man sich nie entspannen kann, weil er immer irgendwo von außen einen Angriff lauern kann, gegen den man sich bereit machen muss und gegen den man kämpfen muss. Und alle, die wir hier sind, wir beschäftigen uns ja mit Bewusstsein und mit Dr. Joe Dispenza, mit Manifestieren aus allen möglichen Ecken und Enden. Und das eine, was uns doch wirklich klar ist, ist, dass es so nicht funktioniert. Aber das Außen, unsere Realität, spiegelt uns natürlich immer wieder vor, dass wir da so mitmachen müssen. Und deswegen braucht es, hallo Winnie, deswegen braucht es diesen Mut und diese Klarheit, zurückzutreten aus dem Außen. Und ja, in den Retreat funktioniert es natürlich. Du gehst zurück, du gehst in eine Welt, in deine innere Welt. Aber es ist so wichtig, dass du das täglich machst, dass du das immer machst, dass du dir immer wieder bewusst machst, wer du bist. Wenn du nicht nach den Regeln lebst, eines Schöpfers, aus dem von innen heraus alles entstehen kann, dann wirst du aus diesem Flucht- oder Kampfmodus nicht rauskommen. Dann wirst du dich nicht wohlfühlen, dann wirst du dich nicht sicher fühlen, dann wirst du dich nicht gesund fühlen, dann wirst du niemals diesen Frieden und diese Freiheit erlangen, die du dir so, so sehr wünschst. Und ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass es deine Entscheidung ist, was du mit diesem Leben machst. Dass nicht und niemand irgendetwas ausgeliefert ist. Wir sind auch nicht dem ausgeliefert, was die Leute in der Vergangenheit über uns gedacht haben, wie wir sozialisiert, konditioniert worden sind. Niemand muss so sein, wie er war. Niemand. Jeder hat die Freiheit, seine eigene Persönlichkeit zu entscheiden, und zwar jeden Moment. Und alles, was du entscheidest,
was dir sagt, du bist nicht gut genug, irgendwas stimmt nicht mit dir, du müsstest etwas anders machen, du darfst nicht so sein, wie du bist, du müsstest anders aussehen, du müsstest so sein, mehr so sein und mehr so sein, um letztendlich zu genügen, dann entlarve diese Lügen. Entlarve diese Lügen, die dir dein analytischer Verstand die ganze Zeit vorplappert, wo du dich die ganze Zeit reflektierst im Außen und du überlegst dir, was könnte ich hier noch anders machen, wie könnte ich hier noch besser sein, wie könnte ich hier noch mehr erreichen. Geh doch mal davon aus, dass du perfekt bist und dass du dich nur öffnen musst für diese Perfektion, dass du dich nur öffnen musst, dass du das auch leben darfst, egal wo. Und wenn andere Menschen das nicht sehen können, weil du dich irgendwo im Umfeld befindest, wo jetzt einer meint, er müsste dich anpflaumen oder sonst irgendwas, lass das jedes Mal für dich eine Erinnerung sein, wie großartig du bist. Wirklich, dreh das um. Und jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, ah, irgendwas müsste ich anders machen, irgendwas ist jetzt gerade nicht gut oder da habe ich nicht die Reaktion, die ich möchte, da habe ich nicht das Ergebnis, das ich möchte, hör auf. Dann automatisch zu suchen, ja, was habe ich falsch gemacht, was sollte ich besser machen, sondern nur tu nur eins. Geh zu dir zurück und finde deine Großartigkeit, finde deine Perfektion, finde deine Liebe für dich selbst. Und nur das solltest du tun und nicht irgendwie versuchen, irgendwas zu managen oder zu organisieren oder zu kontrollieren, sondern du sollst nur Pause machen, zurückgehen, rausfinden, fühlen wieder, wer du wirklich bist und wie großartig du bist und dich sozusagen von Paradigmen reinzuwaschen, die dir gerade wieder gespiegelt worden sind, das ist alles, was du tun sollst. Und dann dafür sorgen, dass du dich wohlfühlst, mit dir selber, dass du dich magst, dass du wirklich sagst, ja, es gibt keinen Grund, wirklich, die Wahrheit in mir, mein Herz, meine Göttlichkeit, die weiß, wie großartig ich bin. Und das soll dein Zufluchtsort sein und nicht irgendwie ein Aktionismus oder irgendetwas, was du meinst, du musst fixen. Klar musst du Aktionen machen und Handlungen, aber komm immer wieder zurück zu dem Gefühl, dass du gut und richtig bist, dass du okay bist, dass dir alles stimmt, dass du alles verdient hast, was da draußen nur irgendwo möglich ist. Das ist dein Zufluchtsort. Und da bist du zu Hause bei dir selbst. Und wenn du das immer wieder machst, aus diesen Tiefen, dieses tiefe, tiefe Wissen in dich hereinzuspüren und zu wissen, dass du gut und richtig bist, egal was mal war, egal ob du meinst, du hast was falsch gemacht oder ob jemand anders das meint, es ist nicht so. Wir haben nie etwas falsch gemacht, wir haben nur Paradigmen nicht genügt oder wir haben Paradigmen nicht gefolgt oder weil all diese Gesellschaft und ihre Beurteilungen, die entstehen nur auf Paradigmen, die Menschen gemacht haben, die nicht wussten, wer sie sind, die nicht wussten, wie Schöpfung funktioniert, die nicht wussten über ihren göttlichen Anteil, die nicht wussten, dass das Leben so funktioniert. Diese Menschen haben Paradigmen gemacht und sie in Stein gemeißelt. Und wir sind dazu da, diese Paradigmen nicht mehr zu glauben, nicht mehr danach zu leben, uns nicht mehr danach zu fühlen, sondern das Licht und die Schönheit und die Freude und die Passion und die Göttlichkeit in die Welt zu bringen, sodass niemand mehr da draußen irgendwo meinen müsste, er genügt nicht, er sei falsch, er sei nicht richtig, so wie er ist. Dass wir diese Paradigmen einfach auflösen. Weil es tut mir so weh in der Seele, wenn ich als Mensch, der Energie lesen kann, wenn ich da rausgehe und ich von meinem Berg herunterfahre und mit Menschen zu tun habe und ich immer dieses Muster rauslese. Egal mit wem ich es zu tun habe. Und ich weiß mittlerweile, dass das ist, was mich so kaputt gemacht hat in meinem Innersten, weil ich nicht wusste, ich dachte immer, mit mir ist die ganze Zeit was falsch, aber ich habe es im Außen immer wieder gelesen. Und diese Reflexion, die kommt natürlich, weil wir selber in Resonanz gehen.
Und wenn wir diese Resonanz in uns auflösen und viel mehr die Göttlichkeit in diesen anderen Menschen sehen können, geben wir die Erlaubnis, nur auf energetische Art und Weise jedem anderen großartig zu sein. Und das ist doch das, was Spaß macht, und das ist das, wofür wir hier sind. Ja, das war mein Video für heute. Jetzt gibt's mehr, weil ich bin mir so klar, meine Mission, dass ich nicht mehr will, dass irgendjemand da draußen sich falsch oder nicht gut genug fühlen muss. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist meine Mission, das sind meine Coachings, weil ich weiß, wenn wir alle wissen, wer wir wirklich sind, dann wird niemand mehr krank sein, dann wird niemand mehr arm sein, dann wird niemand mehr eine Arbeit tun, die er nicht tun muss, dann wird niemand mehr in einer Beziehung sein, in der er nicht glücklich ist, dann wird niemand mehr ein Leben fühlen, in dem er sich nicht wohlfühlt. Weil jeder weiß, dass er Schöpfer ist und dass er tun und schöpfen kann, all das Gute, und dass es keinen Grund gibt, das nicht zu tun. Und dafür bin ich hier, das ist meine Mission, dass wir uns da ausdehnen dürfen und fantastisch, großartig, gesund und glücklich und schön sind, so wie wir sind, und ohne Make-up, ohne irgendein Styling, ohne irgendetwas, was es braucht, scheinbar, ohne schlanker zu sein, ohne dicker zu sein, ohne was auch immer anders zu sein, sondern einfach so, wie wir sind. Und das ist großartig, und das dürfen wir alle sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss, tschüss.